wo Jutaker sich entschieden hat, mit dem Orchester diese Liaison als Chefdirigent einzugehen, haben wir natürlich gesprochen, was können wir tun mit dem Orchester als Landesorchester von Niederösterreich? Wie können wir uns noch mehr verbinden mit den Leuten, die hier leben? Er hat mich dann eingeladen nach Japan zu seinem Beethoven 9 Projekt. Und jetzt müssen Sie sich vorstellen, Sie kommen in eine Sportarena und Sie erwartet einen Chor von 10.000 Sängern, die zusammen mit dem WDR Symphonieorchester, war das damals, die Beethoven 9 zusammen aufgeführt haben. Ich kann Ihnen nur sagen, das war für mich einer der emotionalsten Momente in meinem Leben, wenn diese 10.000 Leute aufgestanden sind und angefangen haben zu singen. Unsere Reise beginnt im Kulturbezirk St. Pölten in einem kleinen Büro im Festspielhaus im vierten Stock. Das Tonspieleteam ist gerade damit beschäftigt, 500 Chorsängerinnen und Chorsänger für das Projekt Seid umschlungen Millionen zu gewinnen. Irgendwie kriegen wir es hin oder wir kriegen es auch nicht hin. Es stand eine Idee im Raum, 10.000 Sänger singen in Japan die 9. Beethoven. Ja, können wir das in Niederösterreich auch? Doch wie bekommt man 500 Personen plus Orchester auf unsere Bühne in Grafenegg im Auditorium? Eine Herausforderung für unsere Technik. Die Bühne selbst hier ist jetzt 10 Meter tief und normalerweise mit dem Orchester voll. Die wird dann größer sein. Die Lösung? Der Chor muss im ganzen Saal verteilt werden. Ich habe einen Förderantrag gestellt bei Creative Europe, um Gelder für dieses Projekt zu akquirieren. Und es geht darum, das Publikum näher an die Musik zu bringen. With this project, I really like to make that the Orchestra Tonkinstra and people Grafenegg, Niederösterreich, Vienna, to know each other and to get closer. Wir haben die Chorleiter aller 12 Chöre ins schöne Grafenegg eingeladen. Jutta Casado höchstpersönlich ist zugegen. Er bespricht mit den Chorleitern seine musikalischen Wünsche wie Tempi, Artikulation, Phrasierungen etc. Ja, what's happened? Alle Menschen, alle Menschen, alle Menschen, alle Menschen. Während wir uns im Büro über Organisatorisches, die Logistik, die Programmhefte und die Busbestellungen den Kopf zerbrechen, proben unsere 12 Chöre fleißig am Chorfinale. Die 9. Symphonie von Ludwig van Beethoven. Wie ein Held zum Siegen Pause. Hier probt der Atzgersdorfer Männergesangsverein. Ein reiner Männerchor. Und eine Frau hat alles im Griff. Genau. So. Sieglinde Michalko. Die letzten gefallen mir nicht. Wie eben jetzt die Ausschreibung war für dieses Projekt, haben wir natürlich gesagt, da muss unbedingt mitgemacht werden. Die 9. ist ein derartig geniales Werk, das kann man nicht oft genug singen. Dann machen wir es ein bisschen langsamer, damit die Töne da wirklich stimmen. Wir fahren ins Grüne, BOKU Wien. Musik und Wissenschaft sind doch näher beisammen, als man denkt. Und weiter. Ja, in 15 Minuten sind wir am hohen C. So, Beine lockern. Nach einem sportlichen Warm-up mit Peter schallt die 9. Beethoven quer über den gesamten Campus. Konzentration sinkt manchmal etwas ab in den Proben und dann ist der Peter, unser Chorleiter, derjenige, der uns
wieder auf den Boden bringt. Kuss! Da darf man durchaus auch vom Text her fast übertreiben. Wirklich übertreiben. Übertreibt's mal. Kurz, kurz. Durchhalten! Kleiner Chor, große Wirkung. Wir sind in Langenlois, Niederösterreich, bei Cantus Vivendi. Es ist ein lauer Winterabend. Renate sperrt ihren Heurigen zu und findet Ausklang bei der Chorprobe. Ich weiß nicht, ob es am Wein liegt, aber hier herrscht eine gemütliche, beschwingte Atmosphäre. Und trotzdem geht Hannes hochprofessionell an Beethoven 9 heran. Gut, das so. Dieses Projekt in Gravenegg, diesen vierten Chorsatz aus Beethovens 9. Symphonie zu singen, ist eine große Ehre für uns. Meine Wünsche sind natürlich, keinen Fehler zu machen. Nächster Halt, Boltzmanngasse, Chor Persephone. Vor einer großen Herausforderung steht der Chorleiter Guillaume. Hat er doch knapp 2 Monate vor dem Grand Finale in Gravenegg den Chor übernommen. Nach oben, unsere Fenster für die hohen Töne aufmachen. Wir springen gleich bitte Seite 40, erstes System, vorletzter Takt. Bei so einem großen Projekt ist es sicher herausfordernd, die ganze Probenarbeit in den eigenen Alltag zu integrieren. Das ist auch eine Herausforderung für den Chor. Man muss aus der eigenen Probenarbeit, aus den eigenen Projekten heraustreten und sich ganz diesem einen Projekt widmen. Fröhlich, ja? Also es gibt 10 fix bestehende Chöre, so wie ihr einer seid. Und wir haben zusätzlich 2 Projektchöre gegründet. Einen Projektchor im Musikverein in Wien und einen Projektchor in St. Pölten. Die beiden Chorleiter Thomas und Flora stehen vor einer besonderen Aufgabe. Eine große Gruppe von Menschen, die sich nie zuvor gesehen haben, die sollen zu einem funktionierenden Chor verwandelt werden. Personen, die teilweise noch nie in einem Chor gesungen haben und manche können auch noch nicht Noten lesen. Ich glaube, wir müssen proben. Und der Cherub steht vor. Was ist denn ein Cherub? Könntest du mir das sagen? Ein Engel, gell? Die junge Generation ist da irgendwie, glaube ich, nicht mehr so bibelfit. Was soll's? Gut, und jetzt machen wir alle die Bässe. Also da ist ein krasser Tempowechsel. Werden Brüder, wo dein sanfter Flügel weit. Da 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 dam bam ba da dam. Da 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 dam. Da 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 dam. Da 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 da. So viel dazu. Habe ich noch irgendwas vergessen? Nein. Ah, doch, ich habe was ganz Essentielles vergessen. Jetzt ganz exklusiv frisch aus der Druckerei in puncto Beethoven. Wenn man das also so aufklappt, dann stehen da allerhand Informationen drauf. Über das Orchester, und über unseren Chefdirigenten. Und heute jeder von euch könnt es schon mit nach Hause nehmen. Da ist die Biografie von eurem Chor drinnen. Werkbeschreibungen, Fotos. Was das Coolste an dem Ganzen in puncto ist, wenn man das herumdreht, sieht man dann einen roten Kreis. Und tatsächlich, ihr alle 500 Sängerinnen und Sänger seid namentlich erwähnt. Alphabetisch findet ihr euch. Aber das ist mit Abstand das Coolste. Einatmen, ausatmen. Wir fühlen uns wie beim Yoga. In der Reuenthalgasse im 15. Bezirk in Wien probt der kleinste Chor unseres Projekts. Chorus Delicti.
Die Chorleiterin Vivian versetzt den ganzen Raum in eine einzige harmonische Schwingung. Wer denn können wir noch ein bisschen geschlossener sein? Ne? Wer denn zusammen lesen? Oh. Wer denn? Ja, wer denn? Bitte einmal vorlesen. Wer denn? Wer denn? Oh. Alle Menschen werden einen schönen guten Abend. Ich darf mich zuerst mal ganz herzlich bedanken, dass wir auch euch besuchen kommen dürfen. Das ist unsere Victoria. Sie verwandelt unser gesamtes Projekt in Zahlen und Tabellen. Eine lebende Matrix. Und ganz nebenbei stellt sie einfach so einen EU-Antrag, damit dieses riesige Projekt überhaupt stattfinden kann. Das ist wirklich eine Menge Arbeit und wir haben einen positiven Bescheid bekommen. Vielen Dank. Sie ist sozusagen meine bessere Hälfte. Ansonsten wünsche ich euch heute eine schöne Probe. Ich freue mich, dass ich euch zuhören darf. Unsere Reise führt uns weiter nach Mödling. Eine Schule, zwei Männer, drei Chöre. Das eingespielte Team Günther und Ulrich bringen ihre drei Chöre auf Hochtouren. Ja, wir sind eben drei Chöre aus dem Bezirk Mödling. Nachdem diese drei Chöre schon mehrere Projekte gesungen haben, wollen wir auch bei diesem Projekt gemeinsam proben, weil wir gerne gemeinsam singen. Dem die Stimme versagt, Freude vortäuscht. Was ist denn eigentlich so wichtig an so einem Projekt? Natürlich die musikalische Qualität, keine Frage. Beethoven 9, wir singen bis zum Haar hinauf. Aber eigentlich geht es um euch. Es geht um Menschen, es geht um Persönlichkeiten. Die möchten wir gerne kennenlernen. Und wir wollen, dass ihr vielleicht unsere Musiker kennenlernt. An einem wunderschönen Sonntagmorgen öffnet das Beethovenhaus Baden wie jeden Tag seine Pforten. Hörst du mich? Okay, gut, dann starten wir. Unsere Sänger können hier einiges über Beethoven erfahren. 1809 chronische Unterleibserkrankung. 1801 Verlust der hohen Töne und Tinnitus. Und sie lernen so manchen Tonkünstler ganz aus der Nähe kennen. Die Seite streichen, damit die Seite schön in Schwingung gerät, müssen diese Haare dann ganz bestimmt. Mundraum verändert und dadurch das Ärmel. Drei Sommer hat er hier in diesem Haus verbracht. Er hat alles irgendwie chaotisch irgendwo hingegeben. Das Jausenbrot lag auf den Zetteln drauf, auf den Noten. Dass Musik keine Grenzen kennt, das beweist auch der Louis-Braille-Chor aus Wien. Feierliche Stimmung im Probenraum in der Hegelinggasse. Unsere junge Chorleiterin, gute Chorleiterin, hat angefangen mit uns zu arbeiten, Julia, und es ist ein schönes Arbeiten. Und jetzt mit der ganzen Handfläche abklopfen. Eine große Herausforderung für mich, denn nicht alle Sänger können sehen. Rein probentechnisch muss ich mich ganz anders vorbereiten. Ich nehme mir die Proben auf, dann höre ich mir die Stücke zu Hause an, so lange, bis ich singen kann und bis ich es mir halt auswendig merke. Ich muss sagen, ich war von der ersten Probe an überrascht, wie gut es eigentlich geklappt hat und wie hoch unsere Soprane singen können. Das wussten wir gar nicht. Das wussten sie selber nicht. Ich hätte gerne ein F und ein R. Wir bleiben in Wien, 13. Gemeindebezirk, Wolfratplatz. Neuer Madrigalchor. Eine ratlose Martina im Auto
wir sitzen hier ungeplanterweise vor dem Pfarrsaal und warten darauf, dass die Probe vom neuen Madrigalchor beginnt. Wir wurden gerade darauf aufmerksam gemacht, dass das heute eigentlich nicht möglich ist, weil da eine Doppelbuchung im Saal ist und jetzt warten wir halt einmal da. Ach so, Martina ist unsere liebevolle Assistentin und kümmert sich um alle Wünsche und Belangen unserer Chorsängerinnen und Chorsänger. Wollt ihr gleich was essen? Ja, uns nicht so sicher, wann soll man nicht. Die Martina uns immer sehr, sehr aufgebaut und dein positives Wesen hat das Projekt unglaublich bereichert. Vielen Dank dafür, Martina. Okay, passt. Also du bist dann, gut, wir sind dann vor dem Pfarrsaal. Gut, ich bin gleich da. Das ist Andres García, der Chorleiter. Sie war gerade von oben bei uns und hat gesagt, es ist ein Elterntreffen für Erstkommunion heute am Abend. Hier. Gut, das heißt Plan B. Wir gehen in einen kleinen Raum. Okay. Freude! Sing mir einmal ein geschmackvolles D. Heute haben wir eine Probe, die letzte Probe vor, die erste Orchesterprobe, weil am Wochenende schon das Konzert stattfindet und wir machen jetzt das Feintuning und die kleine letzte Kleinigkeiten, die jetzt das Werk in eine gute Lage bringen. Fürs Wochenende erwarte ich mir eigentlich viel Freude und viel eigentlich Vergnügen. Jetzt für mich ist das Singen ein Spaß und ein Vergnügen und ein eigentlich sehr lustvolles das Singen für mich. Sind sie nicht toll, unsere Chöre? Jetzt wird's Zeit, dass Sie sich alle kennenlernen. Großer Aufbau in der Schulaula in Mödling. Um langsam an die Sache ranzugehen, haben wir die 500 Leute einfach mal so geteilt. In die Wiener und in die Niederösterreicher. Für die Herren schwarzer Anzug, weißes Hemd und für die Damen schwarz lang. Es ist das erste musikalische Zusammentreffen mit dem Chefdirigenten Jutta Casado. Und den Wiener Chören. Ja, Jump! Mit alle, also Imagination mehr. Also jetzt Freude! Freude! Nein, 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 alle! Fuß, Kopf, eins, zwei! Freude! Ja, eins, zwei! Freude! Genau! We have 12 different choirs, so it means 12 different groups. So they will rehearse 12 different places, so we have to make a good music. This is really a big mission for me. Vielen, vielen Dank. Es wäre also sensational. Thank you. Thank you. Wunderbares Wetter in Grafeneck. Unsere niederösterreichischen Chöre genießen das Ambiente und versammeln sich zur gemeinsamen Probe im Auditorium. Wer nicht auf der Liste steht, darf nicht zum Konzert. Diese Message, alle Menschen werden Brüder, das ist sehr wichtig. Ja? Chefdirigent ja. Jutta Casado leitet auch hier in Grafeneck die Probe. Bitte sehen Sie meine Hand, ich bin Dirigent. Ich habe ihn gar nicht gekannt, also nur von einem Konzert eben, wie er dort steht. Und wusste nicht, dass er so offen und entspannt und lustig ist. Yes, ohne Schlag. Jetzt weinen sich aus diese Bund. Nein, nein. Weinen sich aus diese Bund. Wie Schauspieler. Weinen sich aus diese Bund.
Ja, nicht weinen sich aus diese Wunden. Bye, bye. Mit dem Yutaka Sado zu proben war echt spannend, weil er so emotionalisiert. Und mehr Energie. Und das hilft extrem, auch für den Laiensänger Impulse zu bekommen. Das unterstützt die Stimme und ist einfach ein Genuss, da mitzumachen. Mir hat besonders gut die Stelle gefallen, wo wir plötzlich aus dem normalen Proben herausgerissen wurden, uns alle an der Hand gefasst haben, um einen gemeinsamen Takt zu spüren oder uns als Chor zu spüren, als Einheit zu spüren, die zusammen funktioniert. Das fand ich besonders schön. Was die Mode schenkt, alle Menschen werden grün. 500 people, we don't know. But this is music, so we don't know each other. We think different things. With one music, we can feel as one. Ich denke, die Musik öffnet einfach die Herzen. Die Sprache, die Aussage dieses Textes. Ich kenne den Sado von Konzerten und diesmal ihn persönlich kennenzulernen, das ist ein Geschenk, das würde ich der ganzen Welt wünschen. Wollen wir tatsächlich die kompletten 2 Stunden ausnutzen oder wollen wir nicht... Roman für Roland, bitte. Langsam steigt die Spannung. Die erste Probe mit dem Tonkünstlerorchester und dem gesamten 500-köpfigen Chor steht vor der Tür. In Grafenegg herrscht reges Treiben. Das japanische Fernsehen ist da, der ORF kommt, Interviewtermine, Fototermine. Unsere sogenannte Reitschule, der Kammermusiksaal von Grafenegg, wird kurzerhand zu einer riesigen Garderobe umfunktioniert. Und weil es total praktisch ist, wird dort auch gleich gegessen und eingesungen. Gleich volle Fahrt. Soprano, aber einige abgesagt, das sind... Die letzten und 2 Reihen sind, glaube ich. Wir treffen gerade die letzten Vorbereitungen für die Probe. Das Orchester wird bald eintreffen. Ich bin verantwortlich also für den Orchesteraufbau, den Transport der Instrumente, dann Aufbaubühne und jetzt schauen, dass das alles kontinuierlich abläuft. Die Proben und dann das Konzert natürlich. 31. Machen das jetzt mal ganz einfach. Zuerst, liebe Chöre, das ist das Tonkünstlerorchester Niederösterreich. Und ich kommuniziere das einfach am Leben und fertig. Ja, ja. Ich meine, das ist ja kein Thema, Grieche. Der Anzug von Yutaka ist auf dem Wege und wird kommen. Ja? Wir werden also eine kurze Umziehunterbrechung von 5 Minuten haben. Alle Menschen würden brühen, wohl ein sanfter Very last moment, I will have a rehearsal with everyone and with the orchestra, general rehearsal, then go. Dieser Mann ist als ganze Person Musik. Sado ist ein Menschen.
Begleiter, ein Vollblutmusiker, ein Mensch, der ein Lächeln hat, das rüberspringt. Es war die reine Freude zu proben, weil der Yutaka Sado auch sehr, sehr fein ist und das Stück irgendwie zum Leben erweckt. Zuerst waren es nur Noten und jetzt beginnt es zu leben und das hat mir total Freude gemacht. Die Sakko-Rettungsaktion. Mit einem tollen Dirigenten in einem Riesenchor. Das macht unheimlich Spaß. Und man kann, also ich kann nur davon profitieren. Minuten Pause. I'm sure that many people have never sang with orchestra, so will be very exciting, but also very difficult thing maybe. Ja, es ist ein bisschen anstrengend, aber ich werde es überstehen und es gefällt mir. Neck 2016. Seid umschlungen Millionen. Der große Tag ist gekommen. Ich hoffe, ihr habt gut geschlafen. Ich hoffe, ihr seid gut ausgeruht. Und ich darf euch mal wirklich gratulieren zu dieser unglaublich guten Generalprobe gestern. Liebes Publikum, liebes Tonkünstlerorchester, liebe Chorsängerinnen und Chorsänger, mein Name ist Esther Planton und so weiter und so fort. Ich bin schon wieder aufgeregt. Legato, wissen deine Zahl. 1, 2, Freude. Freude. Okay, immer. Liebe Chöre, ich wünsche euch ein Erfolg.
erfolgreiches Konzert. Wir sehen uns spätestens nach dem Konzert. As a Japanese conductor, I think I can make new meaning to the Beethoven 9th Symphony as your music. Es ist beeindruckend, wie viele Menschen bei diesem Projekt seit Umschlungen Millionen 2016 in Grafenegg beteiligt waren. Und dafür braucht es Bereitschaft, um die eigenen Grenzen zu überwinden, die Bereitschaft, Strukturen zu überwinden, Strukturen beiseite zu legen und auch neue zu finden. Und es braucht Leidenschaft für die Sache. It's a really crazy event.